Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Marsch. Wir werden noch fix Wiese Nummer 2 düngen. Deckel zu. Feld 1 ist auch gedüngt. Hier werden wir den Stas anbauen bei Gelegenheit. Fährt sich hier besser. Werden wir gleich berechnen. Haben wir hier neu. So. 2. So, Folge Start. Zeit. So, kurz gucken. Das ist die Milch anhängen gewesen. Unser Mähdrescher. So, gehen wir mal rüber, nicht lange suchen, kurz nacharbeiten machen. Der hat gut gearbeitet. So, runter mit dir, hab's eilig. Vielleicht die Ecken mitmachen hier. Oben die Ecken noch gleich. Relativ wenig Schaden, Anführungszeichen. Naja. Dann können wir gleich Feld Nummer. Naja, ist noch nicht übergewachsen. 15 auch schon düngen, wollte ich sagen, aber das ist noch nicht gewachsen. Ist noch teilweise nicht gewachsen. Aber ich wollte eine Stelle ausbessern. Ne? Das ist ein bisschen, ja, das können wir ja machen. Das ist bei Gras nicht ganz so dramatisch. Weil den Augenblick, wo es verwächst, aber es wird ja irgendwann. Ja, die eine Ecke wollte mitmachen. Von dem Streifen hier. Das ist nur Unkraut, da ist gesät. Aber die eine Ecke da wird dann zwar später wachsen, aber das ist dann egal. Bei Gras ist das nicht tragisch. Die Stelle wächst dann halt übernächsten Mal und dann ist es gut. Ist halb so wild. Überlegungswert, die Bäume zu entfernen und da entsprechend das Feld zu vergrößern. Aber dann ist mein Kursplay, muss man den Kurs, also das Feld separat einfahren. Also das wäre ein bisschen mehr Arbeit. Aber wie gesagt, das ist nicht so tragisch. Würde sich rentieren, wenn wir Felder zusammenlegen würden, ne? Könnte man das denn machen dann? Aber ich denke, wir haben genug Arbeit. Was wir machen könnten, ist, wenn das Geld reichen würde, uns ein Feld dann kaufen, was dann reif ist und gleich entsprechend zuschlagen könnte. Aber aktuell ist Feld 3 auf Wunschzettel. Oder 12. 12 kostet aber auch schon wieder ein paar Millionen. Was da so kahl? Ist ja richtig kahl. Was ist denn da? Ist da nicht schon eingesät worden? Grafischen Fehler. Oder weil nicht gepflügt war. Normalerweise nicht. Normalerweise macht das nichts aus. Nur weil die Fruchtbarkeit ist dann nicht so gegeben. Als wenn die hier gepflügt wäre. Nach Sonnenblumen soll man pflügen und nach Mais auch. Macht ein bisschen mehr Arbeit.
Die Bäume wollte ich auch entfernen, aber ich vergesse es jedes Mal. Das ist tragisch. Sonst wäre das schon gemacht worden. So, das wollte ich auch noch mitmachen. Es sieht nur rein optisch besser aus, wenn das halt auch grün ist, ne? Sonst, es kann sein, dass beim Mähen gar nicht mal so schlimm wäre, wenn es nicht ausgesät worden wäre. So. Wollen wir noch mitmachen, die Ecke? Da oben die kleine Ecke. Dann können wir nachher gleich noch auf Feld 15 düngen. Und den werden wir erstmal auf voll machen. Und Feld 13 brauchen wir noch schon. Naja, haben ein bisschen zu tun. Dünger rein. Haben noch Kaffee? Der eine ist alle. Alle. Alles schon wieder leer. Voll. Wieder fix hier. Mal gucken, ob die Rinder noch ein bisschen was Futter brauchen. Oder Wasser. Normalerweise nicht. Aber Kontrolle muss sein. So, wie sieht's aus? Wir haben eine Kuh mehr. Wasser sieht gut aus. Sauberkeit auch. Alles im grünen Bereich. Also solange die Produktion so hoch ist, ist es okay. Dünger und Gras und Silage brauchen sie nicht unbedingt, wenn sie eine Station haben. So, auf zu Feld Nummer 13. Mahlzeit, danke, Entschuldigung. Ach, das ist reif. Geht für Wachstum durch. Naja. Das heißt, da kriegen wir bald Stress, in Anführungszeichen. Naja, Stress haben wir keinen. Das tun wir uns nicht an. Übrigens, wir haben eine Ballenpresse unterwegs, ne? Da können wir dann auch Silageballen fahren. Das sieht so weiß aus, dann ist sie kalt geworden, ne? Also nichts Außergewöhnliches. So, hier haben wir einen Kurs gespeichert. Da sind wir mal an einer Kurve fahren. So, das heißt, laden wir einen Flieger wie hoch. 13 außer Feld 13. Und auch Gras, ne? Oh, will er hin. Das habe ich garantiert wieder vergessen. Das ist schlecht. Was habe ich nur getan? Vorne ein bisschen runterheben, das hilft. Hilft nicht. Allrad. Ja.
Ja, das Wort nehmen wir nicht im Mund nehmen. Vorne werden wir auch hochheben müssen. Na, jetzt scheint er zu fassen. Hat er wieder Feld Nummer 1 da drin gehabt als Objekt und dadurch kommt sowas. Muss ich dann kurz öffnen. Feldarbeit. Es wäre nicht passiert, wenn ich das anders gemacht hätte. So, bin wir noch bei. Das Objekt noch. So, Milch. Wo ist unser LKW mit der Silage? Wir leer. Das ist schlecht. Und gleich wieder eine Fuhre holen. Dafür wird ein bisschen Geld bekommen. Den Lohn bezahlen, ne? Oder müssen wir zahlen? Wir müssen dringend mehr Felder haben. Gras wächst auch schon in der zweiten Stufe, in Anführungszeichen. Das heißt schon, wir haben viel Arbeit. Kommen wir mit 5 gar nicht hinterher. Doch schon. Gras ist leer, logisch. Wie schön. Hier gibt es Probleme. Die letzte Runde macht ja Probleme. So, mal ganz kurz. Das ist natürlich typisch, ne? Aber gut, gibt Schlimmeres, gehen wir hin. Oh, kurz. Erst nicht, das wird nichts. So. Da dürfte kein Problem bereiten. Ich muss mal ganz kurz den LKW holen. Die Aussaat läuft. Das ist ja meine Sorge, dass es nicht umsonst ist. Könnte sein. Wäre schlecht. Weil schon das ist umsonst. Wird es reif sein, denke ich mal ganz stark. Aktivieren. Ja, ist reif. Auf 15 ist auch schon reif. Teilweise. Ah. Tja. 21 wird auch schon reif. Wächst schnell. Auf 1 muss Kalk drauf. Ah, das ist schlecht. Gut, da kann man den beenden. Wäre ja nun Blödsinn, ne? Wenn wir da eine Spur machen. Ja. Wir sind zu langsam, also auf ja und auf 1. Das
der eine ein bisschen schräg gefällt, das ärgert mich ein bisschen. War nicht zu ändern, das ist halt alles original, sag mal so, ne? Kann man reparieren. Wie gesagt, haben wir nur mit zwei Arbeiten in Zukunft. Aber erstmal heißt es Feld kaufen. Ja, absenken wollen wir nicht. So. Aber voll machen wollen wir. Schneller auf Feld 1 rauf. Ja, kalt auch noch. Zumindest das Grobe. Ja, das macht nicht viel Sinn, weil du teilweise wachst nicht ein. Müssen wir einen anderen Traktor nehmen? Den Kalkstreuer nehmen und dann gleich kalken. Nicht voll. Ah, ja, so ist das. Könnte man auch voll machen, aber in dem Augenblick. Das ist auch egal. Ist halt so, dass er dann nicht alles mitnimmt. So, wird man was gucken. Dann brauchen wir die BGA. LKW für die BGA. Für der. Wenn wir den gleich durchbrettern und auch die BGH versorgen, die andere BGH mit ebenfalls Silage von hier. Dann heißt auf gut Deutsch, wir brauchen viel Silage. Wenn die Wiesen ja laufen, geht's ja, ne? Aber die bringen keinen vollen Ertrag. So, ich hoffe, Ton und Bild passt. Oh. Springt wie junger Gott, du. Ja, düngen wollte ich eigentlich mit der Gärflüssigkeit. Entschuldigung. Gibt dann richtige Geldsegen, wenn es soweit ist. Nur schade, dass wir den nicht voll kriegen, ne? Immer, ne? Immer so. Ja, auf 1 geht's nachher, das ist nicht tragisch. Geht den auch nicht anders. Also zwei Wiesen im Prinzip nicht 100%. So, ohne Folge, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Abo oder ein Like.
Jetzt sag schon mal danke. Dann seid mal Schüssel im Winkel. Und ciao. Bis. Ich hoffe zum Morgen, ne? Ciao.